You must take out those towers! In Red Faction 2 von THQ schlüpft ihr diesmal in die Rolle des Supersoldaten Elias, der sich zur Aufgabe gemacht hat, den fiesen Diktator Sopot aus dem Weg zu räumen. Wie man hier sehen kann, ist das keine leichte Aufgabe, denn die Gegner treten nicht nur in Massen auf, sondern springen auch gerne mal aus der Schusslinie oder rufen Verstärkung. Im Gegenzug dazu habt ihr natürlich ein riesiges Waffenarsenal mit verschiedenen Maschinengewehren, Schrotflinten, MPs und Raketenwerfer und einen Spezialanzug, der euch vor ersten Treffern schützt und sich in Schusswechselpausen wieder regeneriert. Leider hat uns diese spielbare Beta-Version noch nicht ganz überzeugen können. Zwar sehen alle Levels unterschiedlich aus und es gibt auch ein paar sehr schöne Partikel- und Wettereffekte, doch vor allem die Texturen lassen sehr zu wünschen übrig. Gerade in den Außenarealen ist die Umgebung sehr detailarm, wie ihr gleich im Fluglevel sehen werdet. Tja, im Vorgänger durftet ihr noch selber mit Fahrzeugen herumfahren oder fliegen, jetzt müsst ihr euch aufs Ballern beschränken und eure Feinde als Bordschütze aufs Korn nehmen. An dieser Stelle kommt übrigens die Geomod Engine zum Einsatz, die dafür sorgt, dass ihr mit großen Waffen ganze Wände einreißen könnt und die Fensterscheiben so schön zersplittert. Also wenn ihr mich fragt, erinnert dieser Abschnitt doch sehr stark an das alte G-Police. Besonders die detaillierten Häuserschluchten im Hintergrund. Aber naja, bis Mitte November kann sich da ja grafisch noch was tun.